feiernde Marokkaner, das sind wir ja eigentlich von den Brasilianern gewohnt, dass die so tanzen. Aber gestern hatten die Marokkaner allen Grund dazu, Spanien raus bei dieser WM. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu Lothar legt los. Über diese sportliche Sensation mit Marokko und Spanien werden wir später in der Sendung sprechen. Unser Hauptthema natürlich jetzt zu Beginn der Sendung erst einmal der DFB. Nach dem überraschend schnellen Rücktritt von Oliver Bierhoff als Nationalmannschaftsdirektor geht es jetzt auch um die Zukunft von Flick. Der hat sich etwas kryptisch geäußert, eine Pressemitteilung herausgegeben. Darüber werden wir reden, natürlich mit Lothar Matthäus. Und dafür fliegen wir jetzt einmal in den 36. Stock des Raffles Hotels in Doha. Da ist die Sonne gerade aufgegangen. Bei uns ist es noch dunkel. Guten Morgen, Lothar Matthäus. Guten Morgen, Grüße nach Berlin. Lassen Sie uns doch einmal gemeinsam kurz noch auf die Pressemitteilung schauen des DFB. Uns hat es ja doch überrascht, wie schnell es ging mit Oliver Bierhoff. Der ist nicht mehr Nationalmannschaftsdirektor. So sah das aus, so hat der DFB das kommuniziert. Er selbst sagt, meinem Trainerteam und mir fällt es im Moment schwer. Nein, das ist die Reaktion von Flick auf das Bierhoff aus. Hier haben wir jetzt Bierhoff über sein DFB aus. Nach 18 Jahren in verantwortlicher Position beim Deutschen Fußballbund habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt. Ich mache damit den Weg frei für eine Weichenstellung. Herr Matthäus, hat Sie das überrascht, als das am Montagabend so schnell durchkam? Nee, eigentlich nicht. Man wusste, es wird Veränderungen geben beim DFB nach den letzten Jahren. Nicht nach dieser Weltmeisterschaft, sondern da ist eben mehreres zusammengekommen. Zwei WM aus in der Gruppenphase, ein Achtelfinale aus bei der Europameisterschaft in England und dann nochmal zweimal Nations League, wo man ganz sicher auch die Ziele nicht erreicht hat, die man sich gesteckt hat. Nicht nur die Ziele, sondern auch die sportliche Leistung war im Endeffekt nicht den Ansprüchen gerecht. Und von dieser Seite her hat es mich nicht gewundert. Ich bin auch froh, dass es sehr schnell gegangen ist. Es sind noch andere Themen hier zurzeit, eine Fußballweltmeisterschaft, und deswegen ist es zwar ein Hauptthema, aber geht auch schnell wieder unter, weil die Weltmeisterschaft geht ja weiter und in die entscheidende Phase. Ich glaube, es war taktisch auch gesehen der richtige Zeitpunkt, dass man da schnell Lösungen findet, und Oliver hat, und das darf man nicht vergessen, über Jahre lang eine sehr gute Arbeit gemacht, nicht nur die Weltmeisterschaft 2014 gewonnen, sondern auch vorher schon bei den Turnieren, ja, die deutschen Fußballfans begeistert, da hat er seinen Teil dazu beigetragen, da sollten wir uns auch bedanken. Danken bei ihm. Er ist ein Fachmann, er kommt aus dem Fußball, er hat selbst sehr viele Erfolge gehabt und war natürlich immer da für die Mannschaft. Aber zum Schluss hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, war diese Trennung für mich jetzt nicht überraschend, sondern das gehört eben zum Geschäft. So einfach ist das manchmal. Diese Entscheidung verdient natürlich trotzdem in ihrer Konsequenz viel Respekt. Diese Konsequenz, die wünscht man sich jetzt auch bei der Zukunft des DFB. Es werden viele Namen gehandelt. Matthias Sammer soll nur als Berater bereitstehen, will keine leitende Funktion. Bobic ist ein Name, der immer wieder fällt. Was denkst du über diese Namen? Glaubst du, dass das eine gute, eine bessere Zukunft auch garantieren kann? Da sieht man mal, wer der starke Mann beim DFB ist. Aki Watzke. Borussia Dortmund, wo ist Matthias Sammer zurzeit? Beratende Tätigkeit bei Borussia Dortmund. Wo hat Freddy Bobic früher mal gespielt? Auch bei Borussia Dortmund. Also da sind schon Zusammenhänge da, die klar erkennen lassen, in welche Richtung das man hin will, dass man sich kennt, dass man Vertrauen hat. Aber man muss auch sagen, Freddy Bobic hat bisher in der Bundesliga, vor allem in Stuttgart und dann in Frankfurt, hervorragende Arbeit geleistet bei Hertha BSC Berlin. Ja, da gab es viel Unruhe, da musste erst mal ein bisschen aufräumen, sieht aber auch in den letzten Monaten wieder besser aus. Und bei Matthias Sammer weiß man ja, was er für ein Typ ist. Ist einer, der die Sachen anspricht, der den Finger in die Wunde legt, der sehr viel Ahnung hat, der sich sehr viel Gedanken macht über den Fußball. Und ich hätte gegen diese beiden Namen, die zurzeit so gespielt werden, nichts einzuwenden, wenn sie die Verantwortung beim DFB teilweise tragen würden. Aber es gibt ja auch noch einen weiteren Namen, der immer wieder fällt. Derjenige, der dieser Sendung den Namen gibt, nämlich Lothar Matthäus. Einige Experten haben auch Sie genannt. Was ist denn, wenn Bernd Neuendorf einfach mal anruft? Was sagen Sie dem dann?
Ja, wir werden uns ganz sicher unterhalten, aber ich bin persönlich so stark im Einsatz, dass ich dafür keine Zeit habe. Nee, es ist kein Posten, der mich reizt. Ich habe mein Leben ganz in ganz andere Richtungen gelenkt, also nicht dieser Tagesjob, weil er ist herausfordernd. Du stehst so stark unter Druck, du wirst beobachtet. Und natürlich die Europameisterschaft 2024 ist ganz sicher ein großer sportlicher Reiz, im eigenen Land so ein Turnier zu spielen, aber ich persönlich bin draußen. Ja, schade, aber dann haben wir vielleicht mehr von Ihnen. Lassen Sie uns noch mal bitte über die Zukunft von Hansi Flick reden. Es hat uns auch überrascht, wie er darauf reagiert hat. Eine etwas eigenartige Botschaft, wie wir finden. Nach dem Bierhoff aus hat er geschrieben, meinem Trainerteam und mir fällt es im Moment schwer, wie durch Olivers Ausscheiden, schwer vorzustellen, wie durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann. Unsere Zusammenarbeit war immer von Loyalität, Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägt. Zusammenhalt war die DNA unseres Teams. Jetzt frag ich mich, ja, Zusammenhalt schön und gut, aber das bedeutet ja, ein neuer geht gar nicht erst mit einem Vertrauensvorschuss rein, sondern Hansi Flick hätte dann direkt den Anspruch, wir müssen jetzt auch gleich dicke Kumpels sein. Also irgendwie finde ich diese Botschaft von Hansi Flick ein wenig eigenartig. Geht es Ihnen auch so? Sie ist aber ehrlich. So ist Hansi Flick und er hat jetzt nicht drum herum geredet. Es tut ihm weh, weil ich glaube, dass Oliver Bierhoff auch entscheidend für ihn war, dass er diesen Job als Nationaltrainer übernommen hat. Er spürt eben oder hat gespürt von Oliver Bierhoff, dass er ihn hundertprozentig vertrauen kann. Und das wollte er mit dieser Aussage, die natürlich ein bisschen komisch rüberkommt. Eben gerade, wenn man nach vorne guckt, dann ist es schon das, was du gerade gesagt hast, eine klare Aussage für Oliver Bierhoff, aber der Nachfolger hat schwierig bei mir. Ich glaube, er hat einfach an den Moment gedacht, dass es ihm leid tut, dass er nicht mehr mit Oliver Bierhoff zusammenarbeiten kann. Sie sind 2014 ja auch gemeinsam Weltmeister geworden. Hansi Flick war ja damals im Trainerteam als Assistent von Jogi Löw und sie kannten sich in- und auswendig, konnten sich blind vertrauen. Und natürlich muss das zum Neuen wieder aufgebaut werden. Ich habe auch, sagen wir, einiges mitgemacht in meiner Karriere. Natürlich tut es häufig weh, wenn man einen Verein verlässt, einen Verband verlässt, wenn man einen Freund, einen Mitarbeiter verliert, mit dem man eben über alles offen sprechen konnte. Aber ich bin überzeugt, wenn Hansi Flick weitermacht, kann er auch mit diesen Leuten, die dann wahrscheinlich Oliver Bierhoffs Position einnehmen werden, ganz sicher auch offen und ehrlich diskutieren. Also ich glaube nicht, dass dann es irgendwelche Probleme geben sollte. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt, wie es mit Hansi Flick weitergeht, was da der DFB entscheidet oder vor allem, was Hansi Flick auch für sich selbst entscheidet. Da machen Sie genau die richtige Überleitung. Das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen. Es wird natürlich jetzt auch drüber gesprochen, ob dieser Weggang von Oliver Bierhoff Hansi Flick sogar dazu treibt, auch seine Zeit beim DFB zu beenden. Was glauben Sie denn? Wird er bleiben? Ich wünsche mir, dass er bleibt, weil im Endeffekt, es ist sportlich nicht alles so gelaufen, aber es ist besser gelaufen, meiner Meinung nach, wie wir das in Deutschland dargestellt haben. Die Mannschaft hat dreimal 15 bis 20 Minuten schlecht gespielt. Den Rest haben sie eigentlich immer kontrolliert in jedem Spiel. Im ersten Spiel gegen Japan zwischen der 60. und 75. Minute, wo wir die Gegentore bekommen haben. Am Anfang gegen Spanien hat es nicht so rund ausgesehen, hat man wahrscheinlich noch die Niederlage gegen Japan im Kopf gehabt. Und dann im Spiel gegen Costa Rica eigentlich erste Halbzeit riesig gespielt, viele Torchancen gehabt. In der zweiten Halbzeit dann wieder also eine Phase gehabt, wo Costa Rica dann sogar in Führung gegangen ist, danach aber eine Reaktion gezeigt. Also die Mannschaft unter Hansi Flick hat gelebt. Was man ihm vorwerfen muss, war, dass er einfach viele Positionen auch während der ersten drei Spiele verändert hat. Kimmich von der Mitte nach außen, Süle von außen nach innen, Gündogan von hinten nach vorne. Doch nicht das Vertrauen zu Füllkrug gehabt, ihn von Anfang an spielen zu lassen, obwohl Deutschland immer mit einer Nummer 9 gespielt hat. Diese Sachen kann man ihn angreifen, aber ich habe es schon mal gesagt in den letzten Tagen, auch Franz Beckenbauer hat 1986 einige Fehler gemacht, die hat er korrigiert und 1990 sind wir Weltmeister geworden und das traue ich Hansi Flick auch zu. Er ist selbstkritisch, er geht in die Tiefe und sucht erstmal bei sich selbst die Fehler, bevor er mit dem Finger auf andere deutet und ich glaube, dass Hansi Flick nach wie vor ein Trainer ist, der die deutsche Mannschaft auch zum Erfolg führen kann, wenn er aus diesen Fehlern lernt, die er bei dieser Weltmeisterschaft meiner Meinung nach gemacht hat.
Und man darf ja auch nicht vergessen, Hansi Flick ist noch gar nicht so lange Bundestrainer. Erst seit einem guten Jahr ist er im Amt. Wir wollen mal auf seine Bilanz schauen, seit er deutscher Bundestrainer ist. Das sieht relativ durchwachsen aus. Klar, durch die WM-Quali ist man sehr gut durchgekommen. Das waren aber auch keine großen Gegner, wenn man sich ehrlich in die Augen schaut. Welche Bildnote würden Sie, Lothar, Hansi Flick für die Zeit bisher geben? Ja, er hat ja nicht nur auf dem Platz was versucht zu verändern, sondern die Stimmung in Deutschland, die ja auf dem Boden war, jetzt wieder ist nach dieser Weltmeisterschaft, ist natürlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt. Aber ich würde sagen, eine 3 Minus, das wäre für mich eine korrekte Sache. Wenn ich einige Berichte in Deutschland höre, dann kann er ja gar nicht so ungefähr. Also ich glaube, wenn einer am Boden liegt, sollte man ihn nicht noch mehr treten. Aber man sollte kritisch mit ihm umgehen. Und das habe ich gesagt, das macht Hansi Flick. Man sollte fachlich bleiben, nicht jetzt irgendwie auch Sachen ins Lächerliche ziehen, wieder ausgeschieden und so weiter. Die Mannschaft hat sportlich meiner Meinung nach wesentlich besser gespielt, wie sie beurteilt worden ist. Sie ist zu Recht kritisiert worden, eben über das frühe Ausscheiden. Aber das frühe Ausscheiden hat mehrere Gründe, über die ich jetzt gar nicht mehr reden will. Sonst machen wir wieder ein Fass auf. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Darüber ist gesprochen worden. Die Mannschaft war nicht optimal vorbereitet auf die Weltmeisterschaft und es war ganz sicher nicht der Fehler allein von Hansi Flick, sondern eben auch von anderen Umständen, die dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft vielleicht nicht den Fokus so auf diese Weltmeisterschaft gelegt hat, wie andere Nationen, die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe im Umfeld gehabt haben. Aber erlauben Sie mir auch, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie daran glauben, dass Hansi Flick bleibt, wir müssen einmal über den Fall reden, dass er eben hinwirft. Das ist ja im Bereich des Möglichen. Und dann wird immer wieder auch Thomas Tuchel genannt. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass Flick wirklich nicht mehr da ist als Bundestrainer, ist dann Thomas Tuchel ein würdiger Nachfolger? Ja. Absolut. Thomas Tuchel hat sehr viel Erfahrung und wichtig ist, dass die Nationalspieler vor ihrem Trainer Respekt haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man schon Erfolge vorzuweisen hat. Die hatte Hansi Flick vorzuweisen, die er mit Bayern München vor 2 Jahren eingefahren hat mit seiner Mannschaft. Viele Spieler waren ja von Bayern München jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft dabei. Thomas Tuchel hat ja auch schon einige Stationen durchgangen, hat eigentlich überall abgeliefert in Mainz, in Dortmund, bei Chelsea, bei Paris Saint-Germain. Also auch diese internationale Erfahrung als Clubtrainer. Und natürlich wäre, wenn Hansi Flick aufhören sollte oder wenn man mit ihm nicht mehr weitermachen möchte, wäre natürlich Thomas Tuchel, würde ich fast schon sagen, der ideale Trainerkandidat, der dann Hansi Flick beerben kann. Okay, und damit würde ich sagen, können wir dieses Thema jetzt auch mal abschließen. Es wurde ja auch noch Fußball gespielt in Katar und darüber wollen wir auch noch reden. Fakt ist, wir müssen uns keine Sorgen um die Zukunft machen, selbst dann, wenn Hansi Flick hinwerfen sollte. Auch wenn Lothar Matthäus das für unwahrscheinlich hält. Aber jetzt sprechen wir über den Spieltag, über den aktuellen Spieltag. Es gab große Überraschungen, sowohl auf einer Bank als auch auf einer Anzeigentafel. Ja, Lothar, also ich musste mir gestern die Augen reiben, als ich das gesehen habe. Cristiano Ronaldo jetzt auch in der Nationalmannschaft auf der Bank. Ja, er hat sich mal wieder so verhalten, wie wir ihn kennen. Ja, mehr Ego als Mannschaftsspieler, hat sich im Ende ist schimpfend rausgegangen bei seiner Auswechslung gegen Südkorea und respektiert eben dadurch auch nach außen hin die Entscheidung des Trainers nicht. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für den Trainer. Und er hat seine Entscheidung getroffen, hat das wahrscheinlich auch mit dem Spielerrat abgesprochen, dass Ronaldo im Endeffekt sich so nicht verhalten kann, weil bei einer Weltmeisterschaft braucht man nicht solche Störfeuer. So ein Ego-Trip, den er ja schon in Manchester gefahren ist, den er auch vorher gefahren ist. Nur vorher hat er eben auch noch geliefert, Tore geschossen, Leistung gebracht. Das ist ein bisschen weniger geworden und deswegen hat der Trainer die einzige richtige Entscheidung getroffen, ihn einfach mal auf der Bank sitzen zu lassen, um Zeit zu haben, nachzudenken, wie man sich als Fußballspieler in einem Mannschaftssport zu verhalten hat. Klare Worte. Wir wollen auch mal hören, was Portugal-Trainer Santos zu dieser Personalie, zur Personalie Ronaldo nach dem Spiel zu sagen hatte. Das müssen wir noch herausfinden. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu Cristiano. Ich kenne ihn, seitdem er 19 ist und bei Sporting gespielt hat. Dann begann er sich in der Nationalmannschaft zu entwickeln, als ich 2014 hier hinkam.
Das habe ich schon oft gesagt und diese Beziehung entwickelt sich nun weiter. Ich denke, Ronaldo und ich verwechseln nie den menschlichen und den persönlichen Aspekt mit dem des Managers und des Spielers, mit dem, was wir während des Spiels tun müssen und was wir auch tun werden. Ich werde es immer so sehen, dass er ein sehr wichtiger Spieler ist, den man unbedingt in der Mannschaft haben muss. Ronaldo wird gegen Marokko auf jeden Fall spielen. Alle Spieler, die auf der Bank sitzen, können eingesetzt werden. Alle Spieler im Kader können spielen. Und wenn sie nicht in der Startelf stehen, können sie eingewechselt werden. Ich glaube, bei der Europameisterschaft hatten wir nur 23 Spieler, was hier nicht der Fall ist und was ich für eine gute Sache halte, die einige Probleme löst, die wir in der Vergangenheit hatten. Also Ronaldo auf der Bank und was passiert? Portugal haut die Schweiz 6:1 weg. Kann man jetzt davon ausgehen, dass Ronaldo gar nicht mehr startet bei dieser WM? Ja, könnte man davon ausgehen, weil es sind ja jetzt nur noch Finalspiele und solange die Mannschaft funktioniert wie gestern, speziell Ronaldo, Ersatz Ramos, 3 Tore geschossen, Spieler des Spiels gewesen, ja, also ist der Fußball schreibt Geschichten, Ramos bis dahin nie in der Startelf gestanden, Spieler von Benfica Lissabon, der in der Liga 14 Tore geschossen hat, im letzten Moment eigentlich auf den Zug gesprungen ist, nach Katar mitzureisen und ja, er hat ihn mehr wie gut ersetzt, tolle Tore geschossen, wird in Portugal generell gefeiert, speziell bei Benfica Lissabon, wo er bei dem deutschen Trainer Roger Schmidt jetzt seinen Stammplatz hat und da im Endeffekt die Erwartungen erfüllt und diese Erwartungen hat er auch gestern erfüllt und die Mannschaft hat super gespielt gegen eine gut organisierte Schweizer Mannschaft bisher bei diesem Turnier, haben die Portugiesen Zauberfußball geliefert gestern und speziell der Vertreter von Ronaldo mit 3 Toren, der überragende Mann auf dem Platz. Also es gibt eigentlich für den Trainer keinen Grund, das, was gestern so toll funktioniert hat, zu verändern, vor allem wenn man gegen Marokko spielt. Aber man muss ja der Diva Ronaldo zugutehalten. Er hat sich eigentlich ganz gut benommen, was so von den Fernsehkameras zu sehen war. Er hat auch die Tore mit seinem Team bejubelt. Er hat eine positive Stimmung am Spielfeldrand schon auch mit versprüht. Das sah ja bei Manchester United nicht immer so aus. Seine Liebste Georgina war auf der Tribüne, schickte auch eisige Blicke runter zu Santos. Da gab es tolle Fotos. Ist es nicht schon auch verrückt? Da sehen wir es, wenn Blicke töten könnten. Ist es nicht schon auch verrückt, Lothar, dass es als mutig bezeichnet werden muss, wenn ein Trainer sich das traut? Weil eigentlich sollte ein Trainer doch einfach seine sportliche Entscheidung treffen können, ohne Rücksicht auf Egos. Ja, das hat er ja gestern gezeigt. Er hat vielleicht sogar hat er sich gefreut, dass er Ronaldo ihm den Grund bei seiner Auswechslung im Spiel gegen Südkorea gegeben hat. Andererseits darf man nicht vergessen, Ronaldo gestern als Einziger in die Kabine gegangen nach dem Spiel, nicht mit den Fans gefeiert. Also alles hat er nicht richtig gemacht. Er hat sich zwar gefreut, während des Spiels, wie die Tore gefallen sind für Portugal, aber nach dem Spiel hat er seine Mannschaft wieder im Endeffekt ja alleine gelassen, um mit den Fans zu feiern. Er hat sich nicht danach gefühlt, weil er wahrscheinlich nach wie vor sauer war, dass er dieses Spiel nicht von Anfang an bestreiten durfte. Ja, wir sind gespannt, wie das dann im Viertelfinale aussieht. Die Spanier ja jetzt gegen Marokko. Das ist eine ganz, ganz große Überraschung bei dieser WM, von einigen Überraschungen, die wir schon gesehen haben. Als du das Spiel gestern gesehen hast, was waren da die Gedanken? Also das ist ja verrückt, dass jetzt wirklich Spanien auch noch raus ist. Ja, schön, dass eine afrikanische Mannschaft noch dabei ist, würde ich sagen. Wir sehen es mal von der anderen Seite, ist eine Weltmeisterschaft und natürlich gönnt man das dann eben auch mal Kontinente, die im Endeffekt vielleicht noch ein bisschen hinterhergelaufen sind in den letzten Jahrzehnten, aber der japanische Fußball, der asiatische und auch der afrikanische Fußball haben natürlich aufgeholt und das hat man auch gesehen, wie eng die Spiele sind. Auch Japan ist bis ins Elfmeterschießen gekommen, vorgestern gegen Kroatien, mussten leider dann doch nach Hause fahren, weil sie eben vielleicht beim Elfmeterschießen nicht so konsequent waren wie die Kroaten. Also man sieht, auch Senegal hat begeistert, auch wenn sie gegen England ein bisschen untergegangen sind mit dem 3:0. Aber da haben sehr viele wichtige Spieler gefehlt, nicht nur Mané, sondern eben auch andere. Und die konnte man einfach nicht kompensieren. Schön für Marokko. Ich würde sagen, von der Leidenschaft her, auf jeden Fall verdient. Sie haben zwar sehr viel verteidigen müssen, aber Spanien hat keine Idee gehabt, vorne sich irgendwann mal durchzusetzen gegen eine tiefstehende marokkanische Mannschaft, die ja hier ein Heimspiel hatte. Also das, was gestern in diesem Stadion 120 Minuten los war, das war einzigartig. Gänsehaut hier noch am nächsten Morgen bei mir. Und vor allem, wie dann auch die Fans hier
mit Autocorso gefeiert haben in den Straßen von Doha. Also das ist WM-Atmosphäre, das kann man sich nicht schöner und besser vorstellen. Es ist alles friedlich vorangegangen, es hat keine Zwischenfälle gegeben. Und so stellt man sich den Fußball vor, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Und ich glaube, dass auch die marokkanischen Fans gestern ihren großen Teil dazu beigetragen haben, dass ihre Mannschaft über sich hinausgewachsen ist, dass sie zwar stehen K.O. war, aber bis zum Schluss dagegen gehalten hat und dann im Elfmeterschießen vielleicht als Außenseiter so ein bisschen auch eine gewisse Leichtigkeit mitgebracht haben, die man bei Spanien nicht gemerkt hat. Ja, auf jeden Fall ein kleines Fußballmärchen, das Marokko da gerade schreibt. Wir sind gespannt, wie das nächste Kapitel aussieht gegen Portugal. Was klar ist, auf jeden Fall werden sie auch in diesem Spiel wieder einen hervorragenden Schlussmann brauchen. Und der war wirklich Weltklasse gestern. Bono, die Nummer 1 von Marokko, schon im Spiel mit einigen Glanzparaden. Und dann im Elfmeterschießen hält er 3 Stück. Das war schon beeindruckend, ne? 3 von 3, das ist beeindruckend, weil der kroatische Torhüter Livakovic hatte am Tag vorher eigentlich auch schon das Kunstwerk vollbracht, auch 3 Elfmeter zu halten, aber er musste einen passieren lassen. Bono war derjenige, der die ersten 3 gleich gehalten hat und da Marokko auch einen verschossen hat, aber immer vorgelegt hat, hat schon dann der 4. Elfmeter gelangt, den Marokko dann als 3. Tor verwandelt hat und dadurch war eben Spanien draußen und eine Begeisterung, wie gesagt, im Stadion, wo ich bisher selten gesehen habe, dass Fans 120 Minuten mit ihrer Mannschaft so leiden, dass sie so leidenschaftlich, aber auch hinter ihrer Mannschaft stehen. Also es war einfach eine tolle Stimmung und ja, sowas gehört zur WM auch dazu. Nicht nur dann ein überragendes Spiel, weil Marokko war meistens in der Defensive, aber wie gesagt, sie haben leidenschaftlich gekämpft und dank ihrer Fans auch bis zur letzten Sekunde durchgehalten, was die normale Spielzeit betrifft und dann natürlich auch ein bisschen dieses Glück gehabt, dass Spanien wahrscheinlich ja beim Elfmeter Schießen mit dem Druck, den sie als Favorit in dieses Spiel, gegangen sind, einfach nicht standgehalten haben. Und Marokko hat es eigentlich auch beim Elfmeter, vor allem auch beim letzten Elfmeter von Hakimi, sensationell gemacht. Und ja, Glückwunsch an Marokko, Glückwunsch an die Fans und sie können sich jetzt auf Portugal freuen, wahrscheinlich ohne Ronaldo in der Startelf. Und natürlich wurde Bono auch zum Man of the Match gewählt. Lothar, wir wollen noch einmal reinhören, was der dann nach diesem Triumph, nach dieser Sensation zu sagen hatte. Wir haben die Unterstützung unserer Fans gespürt, sei es in Marokko oder irgendwo anders auf der Welt. Das hat uns den nötigen Schwung gegeben, um so eine Leistung abliefern zu können. Ich möchte mich auch bei meinen Mitspielern bedanken. Sie haben es möglich gemacht, dass wir diese hohe Hürde nehmen konnten. Ein großartiger Erfolg. Mein Applaus gebührt Ihnen. Dieser Erfolg ist ein Geschenk an unsere Landsleute. Ja, man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch Marokko und wir müssen natürlich auch noch über die Spanier reden. Lothar, es gab ja Stimmen, auch verbitterte Stimmen sicherlich im Moment der Emotionen nach dem Deutschland aus, die gesagt haben, das war den Spaniern schon ganz recht so, dass die das Spiel verloren haben, weil das war der einfachere Weg, der vermeintlich einfachere, nämlich nicht gegen Brasilien, sondern gegen Marokko und jetzt sind sie raus. Hat man da ein bisschen Schadenfreude oder hast du an diese Theorie sowieso nie geglaubt? Ich habe nicht dran geglaubt, weil sie haben einfach das gemacht, dass sie weiterkommen. Das haben andere Mannschaften auch gemacht. Argentinien zum Beispiel gegen Polen. Ich war im Stadion, 2:0 geführt. Argentinien ist weiter. Polen ist auch weitergekommen mit diesem Ergebnis. Wenn Argentinien noch ein Tor gebraucht hätte, hätten es wahrscheinlich auch noch anders gespielt. Mehr nach vorne waren die letzten 15 Minuten, war eigentlich auch da nur so ein Ballgeschiebe an der Mittellinie der Argentinier. Die Polen sind hinten im eigenen 16er stehen geblieben, haben nicht nach vorne angegriffen. Balleroberung, nein, brauchten sie ja nicht. 2:0 hat gelangt, in Argentinien hat es auch gelangt, so sind die letzten 15 Minuten auch dahin geplätschert. Ich glaube, das ist eine normale Reaktion. Spanien hat auch in den letzten Minuten noch gegen Japan die eine oder andere Möglichkeit gehabt, Tore zu schießen. 2 Möglichkeiten, eine von Olmo und noch eine zweite war da. Also es war ganz sicher keine Absicht von Japan, dass sie von Spanien, dass sie gegen Japan verlieren. Leichte Wege gibt es bei dieser Weltmeisterschaft sowieso nicht. So weit schaut man nicht nach vorne und zwischen
zwischendurch war ja auch mal Japan aus dem Turnier schon draußen während des Spiels gegen Spanien draußen während des Spiels gegen Japan, wo die Costa Ricaner mit 2-1 gegen Deutschland in Führung gegangen sind. Also das wäre schon ein Spiel mit dem Feuer gewesen und das ist ganz sicher Spanien nicht eingegangen. Andererseits, was hat Spanien geleistet bei dieser Weltmeisterschaft? Der Auftaktsieg 7-0 gegen Costa Rica, ja, Costa Rica hat sich aufgegeben, Deutschland hat auch aufgrund der vielen Chancen in dieser Höhe gewinnen können gegen Costa Rica. Danach ein Unentschieden, sogar im Endeffekt ein glückliches Unentschieden der spanischen Mannschaft gegen Deutschland, wo Leroy Sané in den letzten Sekunden noch den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. Dann eine Niederlage gegen Japan, also viel hat mich jetzt da nicht überrascht, weil die spanische Mannschaft im Umbruch ist, viele junge Spieler, diese Xavis, Iniesta, die sind noch nicht da. Sie sind vielleicht möglich aufgrund der talentierten Spieler, aber bei einer Weltmeisterschaft gehört Erfahrung dazu, gehört Zweikampfstärke dazu. Ja, und so weit sind die Spanier noch nicht und deswegen ja nicht überraschend gegen eine stark spielende marokkanische Mannschaft, nicht nur gestern, sondern vor allem auch in den Spielen zuvor auszuscheiden. Ja, und damit ist übrigens Deutschlands Gruppe E die erste Gruppe bei dieser WM, die geschlossen nicht mehr dabei ist. Als ich gestern den Luis Enrique, den Trainer der Spanier, gesehen habe beim Elfmeterschießen, da hatte ich Angst, dass der gleich aus dem Bild rausrutscht. So tief ist der in seinem Sitz versunken. Der war natürlich nach diesem Spiel extrem enttäuscht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Auch Ihre Radiokollegen haben mich schon danach gefragt. Aber ich weiß es nicht. Jetzt ist nicht der Moment, um über meine Zukunft zu sprechen. Es spielt keine Rolle bis zu den nächsten Länderspielen. Mein Vertrag läuft aus, aber Sie alle wissen, wie wohl ich mich bei der Nationalmannschaft fühle und wie sehr ich den Verband, den Präsidenten und den Sportdirektor schätze. Ich werde für den Rest meines Lebens für die Freundlichkeit dankbar sein, die Sie mir entgegengebracht haben. Ich muss mir in Ruhe Gedanken darüber machen, was nun das Beste ist. Nicht nur für Luis Enrique, sondern auch für die Nationalmannschaft. Ja, nicht nur Deutschland, auch die Spanier haben jetzt einiges an Arbeit vor sich nach diesem WM aus. Das war ein negativer Moment für sie. Bei Lothars Moment, da soll es jetzt positiv werden. Ja, so langsam wird's richtig ernst. Die Viertelfinals stehen größtenteils. Mich interessiert jetzt, was war denn Ihr größter emotionaler Moment bis hierhin bei dieser WM? Ja, vor allem die Atmosphäre in den Stadien, das ist für mich sehr, sehr emotional. Natürlich Überraschungen, kleine Mannschaften schlagen die Großen, die Japaner haben uns geschlagen, die Saudis haben die Argentinier geschlagen, Australien als krasser Außenseiter ist ins Achtelfinale gekommen, also da gab es schon viele emotionale Momente, aber vor allem auch die Stimmung und die Art und Weise, wie die Leute hier in Doha miteinander feiern, dieses friedliche, emotionale Miteinander, das sind natürlich für mich Momente, die zum Fußball dazugehören und hier werden sie wirklich mit Hingabe vorgelebt und das ist natürlich das, was mir so bisher neben den deutschen Spielen, neben den Überraschungen am meisten bei dieser Weltmeisterschaft gefällt. Die Organisation, es ist einfach, auch wenn man es in Deutschland vielleicht nicht hören möchte, weil man sie anders eingeschätzt hat, diese Weltmeisterschaft, es ist eine gut organisierte Weltmeisterschaft mit Dollarstimmung. Wir haben kaum Staus auf den Autobahnen bei den Anfahrtswegen. Also es ist wirklich alles besser organisiert, wie wir das vielleicht vor 2-3 Wochen noch erwartet haben. Ja, die Fans und die Stimmung in den Stadien sicherlich eine sehr positive Erscheinung bei dieser Katar-WM. Das war Lothars Moment. Ja, Lothar, es geht jetzt natürlich weiter. Du hast hier schon oft über Favoriten gesprochen. Wer ist denn dein Top-Favorit jetzt, wo die Viertelfinals sich abgezeichnet haben? Ja, tolle Viertelfinale werden uns erwarten. Auch jetzt schon diese Achtelfinalspiele waren natürlich alles Endspiele. Das ist jetzt ja abliefern und bleiben oder
enttäuschen und gehen. Es wird weitergehen und es wird wahrscheinlich vielleicht noch die eine oder andere Überraschung geben. Vielleicht überraschen nochmal die Marokkaner. Aber von Anfang an habe ich gesagt, bei dieser Weltmeisterschaft geht es nur über die zwei südamerikanischen Mannschaften. Sie haben auch bis zum heutigen Zeitpunkt sehr gut abgeliefert. Brasilien, Argentinien, für mich die beiden Top-Favoriten. Und dann gefolgt von einer europäischen Mannschaft, nämlich von Frankreich. Das sind für mich von Anfang an die Favoriten gewesen. Und wenn man die Performance anguckt bis zum heutigen Zeitpunkt, dann glaube ich auch, dass eine dieser drei Mannschaften den WM-Pokal mit nach Hause nimmt. Für mich Argentinien der Favorit nach wie vor. Ja, Lothar ist ein Südamerikaner im Herzen. Das verwundert keinen, der ihn Fußball spielen sehen hat. Über die Südamerikaner und auch natürlich besonders über die Brasilianer reden wir gleich nach einer kurzen Pause bei Lothar legt los. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei Lothar legt los. Uns ist natürlich, wie es die Sendung Ihnen schon sagt, Lothar Matthäus zugeschaltet aus dem 36. Stock im Raffle Hotel in Doha. Guten Morgen nochmal. Ja, guten Morgen nochmal nach Berlin. Wir wollen uns einmal kurz eine Übersicht verschaffen, lieber Lothar, wie es denn jetzt überhaupt aussieht in den Viertelfinals. Wer dagegen wen spielt bei dieser WM? Wir sind da jetzt etwas schlauer. Die Niederländer kriegen es mit Argentinien zu tun. Das ist auch gleich das erste Spiel. Kroatien gegen Brasilien. Dann wahrscheinlich der bisher größte Hammer. Frankreich gegen England. Und da haben wir schon kurz vor der Werbung drüber gesprochen. Marokko gegen Portugal. Lothar, ein kurzes Wort zu Frankreich gegen England. Das ist schon spektakulär, dieses Spiel. Da muss man hinschauen. Man sollte auf alle vier Spiele gucken, aber natürlich sticht das besonders heraus, gerade mit dem europäischen Charakter dahinter. Zwei Mannschaften, die schon den Weltpokal gewonnen haben, die Engländer 66, die Franzosen 2018 in Russland, aber auch 1998 im eigenen Lande. Und natürlich treffen da richtig gute Spieler aufeinander, teilweise auch sehr viele junge Spieler. Da sieht man, dass es gerade in England und in Frankreich auch im Nachwuchs sehr gut funktioniert. Diese Spieler machen irgendwie den Unterschied. Auch Mbappé ist ja noch ein junger Spieler mit 23 Jahren. Von dieser Seite her glaube ich, dass das natürlich ein temporeiches Spiel wird. In der Offensive haben beide ihre Stärken, haben aber auch beide Trainer, die mittlerweile ein bisschen defensiver denken. Erst mal gut stehen mit 7, 8 Mann in der Defensive, sowohl England als auch Frankreich. Und dann eben schnelles Umschaltspiel mit dieser Geschwindigkeit, die eben ein Mbappé mitbringt, die ein Sterling mitbringen würde, wenn er wieder spielen sollte, die ein Harry Kane hat, ein Bellingham, der überragend spielt bei den Engländern im Mittelfeld, wirklich ein Taktgeber, ähnlich wie bei Borussia Dortmund. Also auf dieses Spiel können sich vor allem die europäischen Fans, aber auch die Fans weltweit freuen. Und es sind Top-Mannschaften. Was mir ja noch gerade aufgefallen ist, Argentinien gegen Holland, Brasilien gegen Kroatien. Wenn die beide weiterkommen sollten, was wird das für ein Halbfinale? Südamerika gegeneinander. Also es heißt zumindest eins, ja, es wird kein südamerikanisches Endspiel geben bei dieser Weltmeisterschaft. Wenn, treffen die beiden im Halbfinale aufeinander. In der anderen Seite sieht es ein bisschen so aus, dass da eine europäische Mannschaft kommt, aber da ist auch noch Marokko dabei. Und die Fußballweltmeisterschaft hier in Doha hat so viele Überraschungen bisher gehabt. Es ist alles drin und deswegen lohnt sich diese letzten Spiele dann bei der Weltmeisterschaft. Es sind noch 8. auch komplett anzugucken. Also es wird ganz sicher ein Fußballfeuerwerk geben, was die Mannschaften eben an Qualität auf den Platz mitbringen. Und da freue ich mich schon drauf. Man merkt, Lothar Matthäus hat richtig Bock. Das kommt von Doha bis nach Berlin. Das spürt man. Wir wollen über die Brasilianer reden. Du hast es gesagt, für dich einer der ganz großen Favoriten. Es gibt jetzt natürlich die sehr traurige Geschichte, dass es Pelé mit seiner Krebserkrankung immer schlechter geht. Nach dem 4:1-Sieg gegen Südkorea gab es da auch ein großes Spruchband, das die Spieler getragen haben. Sie haben Grüße rausgeschickt, Kraft rausgeschickt für das größte Fußballidol Brasiliens. Glaubst du, dass so eine Geschichte, auch wenn sie sehr, sehr traurig ist, eine Mannschaft noch mal zusätzlich auch tragen kann, dass sich so ein Geist entwickelt, wir gewinnen jetzt den Titel für Pelé?
auch für Pelé. Die gewinnen das erste, zuerst den Titel für das Land, für sich selbst, aber auch für Pelé. Pelé ist der beste Fußballspieler aller Zeiten gewesen, der einzige, der 3 Weltmeistertitel gewonnen hat als Spieler. Und von dieser Seite her ist es natürlich eine traurige Geschichte, dass es Pelé nicht so gut geht. Das wusste man aber schon in den letzten Jahren. Ich habe ihn vor 4 Jahren auch in Russland schon gesehen. Da war er dann noch nicht so gekennzeichnet vom Krebs, sondern er war im Rollstuhl gesessen nach einer Operation. Und ja, es tut natürlich weh. Und ja, man denkt zusammen in Brasilien, man hält zusammen, egal ob jetzt jemand dann im Krankenhaus ist, dann konzentriert man sich eben nicht nur auf die Resultate auf dem Platz, sondern eben an die Gesundheit eines Menschen, der den Brasilianern so viel Freude bereitet hat, der immer ein Vorbild war, nicht nur in Brasilien, sondern weltweit. Ich hatte das Glück, Pelé ein paar Mal persönlich kennenzulernen, und gerade seine Freundschaft zu Franz Beckenbauer hat mich und ihn auch so ein bisschen in Verbindung gebracht, und immer freundlich, immer nett, immer zuvorkommend, und ja, wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Wahre Worte. Lass uns über die Fußballkunst der Brasilianer sprechen und über das, was danach folgt. Es ist ja, gehört ja zur DNA der Brasilianer, dann nach Toren zu tanzen. Es gab jetzt eine Stimme aus England von einem nicht ganz unbekannten Experten, ein Ex-Weltstar, Roy Keane. Der hat das im Fernsehen als respektlos bezeichnet, auch wenn er verstehen würde, dass das irgendwie zur Kultur der Brasilianer gehört. Für ihn ist es respektlos. Geht dir das genauso oder bist du da ein bisschen gnädiger mit den Brasilianern? Ich freue mich über solche Tanzeinlagen. Ich freue mich über Menschen, die sich freuen können. Und sie haben allen Grund, sich darüber zu freuen. Vor allem, wie sie begeisterten Fußball gegen Südkorea in der ersten Halbzeit gespielt haben. Natürlich sieht es ein bisschen provozierend aus gegenüber den Gegner. Aber das ist einfach die brasilianische Kultur. Diese Tanzeinlagen, sogar der Trainer hat ja mitgemacht an der Ersatzbank. Und ich freue mich, und es kommt ganz sicher auch gut an bei den Zuschauern. Sie wollen sowas sehen. Wir haben so viele Probleme. Wir wollen den Fußball nutzen, um uns wieder ein Lächeln in das Gesicht zu zaubern, aufgrund dessen, was eigentlich so auf der ganzen Welt passiert. Und ich glaube, der Fußball ist da ein gutes Vorbild, dass wir auch miteinander können, dass wir Freude verbreiten können. Und lasst die Jungs feiern, wie sie wollen, solange dass sie nicht so obszöne Szenen haben, sondern das sind Tanzeinlagen, die dazugehören, die Freude vermitteln, die Kultur. Und ich habe da gar nichts einzuwenden, wenn eine Mannschaft, die ihn durchschießt, dementsprechend auch feiert. Ja, Luther hat es gesagt, sogar der brasilianische Trainer Tite hat mitgetanzt und natürlich auch Nationalmannschaftskapitän Silva. Und genau die beiden haben sich jetzt auch mal über dieses Thema Tanzen geäußert, und das hatten sie zu sagen. Wir haben eine sehr fröhliche Atmosphäre. Und zu keinem Zeitpunkt waren wir respektlos gegenüber unserem Gegner. Tanzen nach den Toren ist etwas Persönliches für uns. Wir haben im Internet gelesen, dass manche von Respektlosigkeit sprechen. Verzeihen Sie mir meine Wortwahl, aber das sind alles Idioten. Wir haben den größten Respekt vor all unseren Gegnern. Aber wenn wir ein Tor schießen, ist das unser Moment. Und zwar ein großer Moment. Wir hatten ständig Respekt vor Südkorea, und so wird es auch mit den nächsten Gegnern sein. Wir versuchen immer, uns an die Gruppe anzupassen. Sie sind sehr jung, und ich bemühe mich, deren Sprache zu adaptieren. Und dazu gehört nun mal Tanzen, oder? Sie scherzen, sie bewegen sich, sie tanzen. Ja, die Brasilianer sollen bitte, bitte weiter tanzen. Lass uns noch einmal über Neymar reden. Der ist ja eigentlich ähnlich wichtig für Brasilien wie zum Beispiel ein großer Name wie Ronaldo. Aber irgendwie hat man das Gefühl, auch wenn natürlich Neymar ein Ego hat auch, dass er sich trotzdem besser in diese Gruppe da einfügt. Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man an die letzte Weltmeisterschaft zurückdenkt in Russland, wo er eigentlich mehr durch Schauspielereien und Bewegungen auf dem Boden aufgefallen ist. Ich kann mich erinnern, dass er sich immer hin und her gedreht hat und nicht mehr aufgestanden ist. Du hast gedacht, er muss vom Platz, dann ist er aber trotzdem wieder putzmunter aufgestanden. Das hat er sich abgewöhnt. Darüber haben sie wahrscheinlich auch in Brasilien in der Mannschaft mit dem Trainer gesprochen, dass man sowas im Endeffekt lassen sollte, eben auch um den Rhythmus der brasilianischen Mannschaft
Mannschaft nicht zu stören. Eben das auf die brasilianische Mannschaft sportlich geschaut wird und nicht auf die Schauspieleinlagen, die damals ein Neymar gezeigt hat. Und ich glaube, er hat sich auch zum Positiven für die Mannschaft verändert, dass er ein Riesenspieler ist. Das wissen wir alle, dass er Dinge macht, die viele gar nicht können. Das wissen wir auch. Er kann auch Tore schießen. Er trägt dazu bei, dass Brasilien noch stärker geworden ist. Ich bin auch froh, dass er sich nicht schwerer verletzt hat im ersten Spiel. Das hat nämlich nicht gut ausgesehen. Und natürlich wollen wir die besten Spieler auf dem Platz sehen und ihre sportlichen Leistungen bewerten. Und da ist Neymar mehrere Schritte nach vorne gekommen, persönlich, als bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Ja, das stimmt. Du hast es gerade angesprochen. Neymar hatte sich ja verletzt zu Beginn der WM. Ein ganzes Land hat mit ihm und seinem Knöchel gezittert, der ja auch ziemlich dick war. Jetzt kann er Gott sei Dank wieder spielen, ist relativ schnell wieder fit geworden und hat auch alle Brasilien-Fans nach dem Spiel beruhigt, dass es ihm gut geht. Cara, é só agradecer todo o carinho, todo o apoio que me mandaram quando me machuquei. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken für die Liebe, die sie mir entgegengebracht haben. Die Nacht nach meiner Verletzung war sehr schwierig für mich. Ich habe an Millionen Dinge gedacht. Ich hatte Angst, dass ich bei dieser WM nicht mehr spielen kann. Aber ich hatte die Unterstützung meiner Teamkollegen, meiner Familie und habe versucht, stark zu sein, auch wenn ich es nicht war. Die ganzen Nachrichten, die ich erhalten habe, waren unglaublich. Das hat mir sehr geholfen. Mit meinen Leistungen auf dem Platz möchte ich mich dafür bedanken. Ich werde alles tun, was nötig ist, damit Brasilien gewinnt. Das ist unsere Mission, unser Traum. Also Neymar liebt die Fans und dankt den Fans. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen, Neymar gehört nicht zur Top-Elf von Lothar Matthäus bei dieser WM. Über diese Top-Elf werden wir gleich reden. Nach einer kurzen Pause bei Lothar legt los, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Lothar legt los und wir machen jetzt hier Analyse. Ja, und in der dreht sich alles um Lothars Top 11. Über die müssen wir natürlich sprechen. Da hast du sehr viel Hirnschmalz reingesteckt, viele Stunden Analyse und sicherlich auch ein paar Namen dabei, die man nicht sofort erwartet hätte. Im Tor fangen wir mal an, lieber Lothar. Da steht Polens Szczęsny. Was hat dich überzeugt? Ja, erstens mal hat er zwei Elfmeter gehalten bei diesem Turnier in 90 Minuten, nicht beim Elfmeterschießen, der die Polen im Endeffekt dann auch in die zweite Runde gebracht hat. Nach 36 Jahren Polen wieder über die Gruppenphase hinausgekommen und der Mann, der das geschafft hat, war eben Szczęsny, nicht nur mit den zwei gehaltenen Elfmeter, sondern auch mit super Paraden. Das wird sich im Laufe des Turniers wahrscheinlich noch ändern, aber wir reden bis zum heutigen Zeitpunkt, bis nach dem Achtelfinale und da war der Szczęsny auf seiner Position für mich nicht nur die Nummer eins, sondern meine Nummer eins. Bei der Linksverteidigerposition, da habe ich mir sagen lassen, hast du dich ein bisschen schwer getan und auch nochmal umgeswitcht, ist das richtig? Ja, es gibt ja mehrere Kandidaten und wir reden über den Linksverteidiger, das ist, war eigentlich immer Lucas Hernandez aus Frankreich, der bei Bayern München spielt, hat sich im ersten Spiel verletzt. Sein Bruder Theo reingekommen, ein Jahr jünger, spielt beim AC Mailand und er spielt bisher überragend. Lukas merkt man gar nicht, dass er fehlt und deswegen hat Theo Hernandez den Vorzug bekommen vor anderen Kandidaten. Links ein Verteidiger, der sehr viel Geschwindigkeit hat, die ja heutzutage gerade über die Flügel nötig ist, hat auch eine gewisse Torgefahr, stößt auch immer wieder vorne rein, gibt Vorlagen, Flanken von links, aber wie gesagt, ein Spieler, auf den sich der Trainer verlassen kann mit seiner Geschwindigkeit. Nicht nur hinten eine Bank, sondern eben auch in der Offensive viele Aktionen. Und deswegen hat er dann doch zum Schluss noch den Vorzug bekommen. Ein Spieler, auf den sich die Kroaten verlassen können bei dieser WM, ist Josko Gvardiol. Den werden sie natürlich auch gegen Brasilien ganz besonders brauchen. Den hast du in deine Innenverteidigung gestellt. Der ist gerade mal 20 Jahre alt. Ist das nicht Wahnsinn, was der da jetzt schon abruft in dieser Konstanz?
Ja, ich habe auch da die Konstellation gesehen mit seinem Partner in der Innenverteidigung, den nehme ich jetzt gleich dazu, Thiago Silva, Kapitän von Brasilien, mit viel Erfahrung, und Guardiola kann natürlich sich dann auf diese Erfahrung, die sein Mitspieler mitbringt, verlassen. Es ist ein guter Mix mit einem mit viel Erfahrung, gutes Auge, gutes Stellungsspiel, gutes Eröffnungsspiel, und Guardiola ist jemand, der sehr selbstbewusst, sehr robust auftritt, auch eine große Geschwindigkeit mitbringt, im Zweikampf keine Angst, kopfballstark, und deswegen habe ich mich für diese beiden Innenverteidiger entschieden, weil sie einfach gut zueinander passen. Jeder bringt seine Fähigkeiten für den anderen mit und dadurch ergänzen sie sich sehr gut. Guardiola auf der linken Innenverteidigerposition, Thiago Silva auf der rechten, und deswegen auch diese beiden Spieler für mich in dieser Elf der Vorrunde bzw. nach dem Achtelfinale. Ja, Thiago Silva, Brasiliens Kapitän, mittlerweile 38 Jahre alt, aber manchmal sind Innenverteidiger eben wie ein guter Wein, je älter, desto besser. Wir gucken weiter in deine Top 11 und jetzt mal noch auf die Rechtsverteidigerposition. Da haben wir mit Hakimi wahrscheinlich einen der schnellsten Spieler des gesamten Turniers. Ich habe es gerade schon mit Geschwindigkeit angesprochen, auch gestern wieder einer der Spieler, die dann hinten in der Defensive sehr gute Arbeit gemacht hat, ist gestern dann nicht so offensiv gewesen wie in der Gruppenphase, aber jetzt kommt noch was dazu. Der entscheidende Elfmeter wurde gestern von Hakimi verwandelt im Elfmeterschießen, und deswegen hier für mich wieder, du hast es gerade gesagt, Geschwindigkeit, ja. Diese Geschwindigkeit braucht man eben, um hinten einige Läufe zu machen, den Ball abzulaufen, aber auch nach vorne immer wieder für Gefahr zu sorgen. Und deswegen Hakimi aus Marokko, den wir ja auch noch von Borussia Dortmund her kennen, für mich auf dieser Position bisher der Beste. Was mich ja überrascht in Lothars Top 11, das heißt überrascht, Deutschland ist ja raus, aber kein einziger Bayern-Spieler dabei. Dafür ein Dortmunder, Jude Bellingham. Ja, ein Ex-Spieler, Hakimi von Dortmund, und natürlich Bellingham, der es überragend macht, der eigentlich, ja, man merkt auch ihm nicht das Alter an, er ist ja, glaube ich, erst 19, und von dieser Seite her muss man sagen, er spielt hervorragend, er ist anerkannt in der Mannschaft, die Mannschaft lobt ihn, er arbeitet sehr viel im Mittelfeld, Box-zu-Box-Spieler, ähnlich wie Leon Goretzka eben, reden wir mal über einen Bayern-Spieler, der da bei Bayern ähnliche Position spielt, Bellingham auch dann jemand, der immer für Torgefahr sorgt, der immer wieder nachrückt, der die ersten Tore mit eingeleitet hat im Spiel, im Achtelfinale. Und von der Seite hat er da auch wieder ein Zeichen gesetzt gegen Senegal mit einer bravourösen Leistung, kämpferisch und läuferisch für die Defensive und vor allem dann auch seine Spielintelligenz ins Spiel gebracht. Also ein Spieler, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat. Vielleicht jetzt nicht einer für 20 Tore in der Saison, auch nicht einer, der hinten alles abgrätscht. Aber im Endeffekt ist er von beiden irgendwie etwas, und gerade ein Spieler, der zwischen den Strafräumen sehr viel arbeitet, muss diese Qualität mitbringen. Ja, in Dortmund freuen sie sich sicherlich über die Leistung von Jude Bellingham. Die Wahrheit ist aber auch, mit jeder Sensationsleistung bringt er sich ein Stück weg von Borussia Dortmund. Es ist immer wahrscheinlicher, dass er im Sommer geht. Und jetzt interessiert mich, Lothar, du kennst das Geschäft, du kennst diese irren Summen, die aufgerufen werden. Wenn du jetzt mal den Vergleich ziehst, wenn Bellingham im Sommer geht und du bist der Geschäftsführer, du bist der Manager, welche Summe schreibst du drauf, welche Summe muss der neue Verein überweisen? Ja, ich weiß ja, dass Bellingham bei vielen Vereinen auf der Liste oben steht, eben dann durch seine Leistungen hier natürlich nicht billiger wird, weil er spielt sehr überragend. Ich würde sagen, 150 Millionen plus X. Das ist eine Hammersumme, dafür kann sich Dortmund schon mal nach Ersatz umgucken. Aber es gibt ja, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben Hans-Joachim Watzke bei Bild TV gehört, immer noch die Hoffnung und auch die Möglichkeit, dass Dortmund ihn noch überzeugt, über den Sommer hinaus zu bleiben. Wir gucken weiter im Mittelfeld, da ist noch mit Casemiro ein Kämpfer, ein großer Kämpfer dabei, sehr wichtig für die Balance der Brasilianer. Genau richtig. Ich habe mir auch Casemiro rausgenommen, nicht nur, weil er das entscheidende Tor gegen die Schweiz geschossen hat, sondern er wird wirklich als Dreh- und Mittelpunkt gesucht in dieser Mannschaft. Thiago Silva, er in der Defensive. Die Offensive reden wir immer über die Brasilianer. Super, super stark, in der Breite besetzt, Neymar und so weiter, wie sie alle heißen. Ja, sie spielen Samba-Fußball nach hinten, aber den können sie nur nach vorne, aber den können sie nur spielen, weil hinten alles funktioniert. Und da ist eben Thiago Silva mit seiner
Erfahrung, aber auch Casemiro ganz wichtig. Und auch Casemiro hier wieder, ein jüngerer Spieler wie Bellingham, der dann die Wege nach vorne macht. Casemiro sich zwar auch immer wieder mal einschaltet, andererseits ist es aber der Spieler, der das nur aus taktischen Gründen macht. Wenn mal irgendwie was nach vorne bewegt werden kann von seiner Seite, dann erkennt er die Situation, dann schaltet er sich mit ein. Und man hat es gesehen gegen die Schweiz, er kann auch Tore schießen. Casemiro, ein großer Kämpfer. Der Gegenentwurf, ein großer Künstler, ist Bruno Fernandes von Manchester United. Ist der im Mittelfeld der Portugiesen vielleicht sogar momentan der wichtigste Mann dieses Teams? Ja, er hat hervorragend gespielt. Er hat auch bei Manchester United viel Verantwortung übernommen in der turbulenten Zeit bei Manchester United und ist ja aus dieser Mannschaft der Portugiesen nicht wegzudenken. Torschütze, dann ein Spieler, der weiß, den Pass zu spielen, den letzten Pass zu spielen. Der weiß auch, wenn man mal das Tempo rausnehmen muss, sehr intelligenter Spieler, technisch guter Spieler. Der offensivste für mich in diesem Mittelfeld, offensiver wie Bellingham auf der halbrechten Seite und deswegen ist er bei mir auch nach 4 Spielen in dieser Mannschaft und zwar zu Recht. Wir schauen mal noch nach vorne. Ein Dreiersturm hast du aufgestellt. Messi als Rechtsaußen, wahrscheinlich seine letzte WM. Man würde es ihm schon gönnen, noch mal mit einem Titel da von dieser Nationalmannschaftsbühne zu gehen. Ja, man gönnt jeden Spieler den Titel, aber wenn einer den Titel vermisst aufgrund seiner großen Karriere, dann ist es natürlich Messi. Ja, also er ist der größte Spieler der letzten 2 Jahrzehnten gewesen, wird Ronaldo ganz sicher wieder nicht gerne hören. Für mich ist es Messi und er spielt es auch überragend, hat in den letzten Jahren auch bei der Nationalmannschaft performt, ist Südamerikameister geworden vor 9 Monaten mit dieser Mannschaft, wo er auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat und auch bei dieser Weltmeisterschaft 2-mal das 1:0 geschossen, ja, Dreh- und Angelpunkt der argentinischen Mannschaft und seine Fähigkeiten, ja, so viel Zeit haben wir nicht, das alles aufzuzählen. Er ist, wenn er so spielt wie jetzt, immer noch einer der besten Spieler der Welt und für Argentinien sehr, sehr wichtig. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch die Fans lieben ihn mittlerweile. Kultstatus wie Maradona und den muss man sich hart erarbeiten in Argentinien. Ja, und es gibt aber auch noch einen, muss man sagen, Messi in Topform, aber es gibt noch einen, der ist sogar noch ein Ministück, was die Leistung angeht, wahrscheinlich sogar drüber. Und das ist Kylian Mbappé. Der ist ja auch erst 23, aber ein absoluter Anführer und auch Topscorer bei dieser WM. Ja, ein bisschen drüber, was vor allem die Tore betrifft. Er hat schon 5 geschossen, Messi, glaube ich, erst 2. Deswegen ist, wie gesagt, da natürlich Mbappé bisher eigentlich nicht nur in dieser Mannschaft, sondern für mich auch der Spieler des Spiels. Und nicht nur aufgrund seiner 5 Tore, nicht nur aufgrund seiner Geschwindigkeit, sondern er kann auch den finalen Pass spielen. Das hat er gezeigt, wie er Giroud eingesetzt hat zum 1:0 im Achtelfinalspiel. Und ja, er bringt alles mit, vor allem in dem System der Franzosen, ganz wichtig. Sie stehen ja sehr kompakt in der Defensive. Darauf ist die französische Mannschaft auch bei diesem Turnier ausgerichtet, ähnlich wie vor 4 Jahren. Deschamps, der Trainer, war ja ein Sechser, der strategisch gedacht hat. Und natürlich muss die Verteidigung stehen. Und dann hat man eben auch dann vorne, wenn man im Ballbesitz ist und schnell umschaltet, die Geschwindigkeit eben von einem Mbappé als Waffe. Und diese wird bei den Franzosen sehr gut eingesetzt. Also Mbappé nicht nur in meiner Mannschaft, sondern für mich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht nur aufgrund der 5 Tore, die er bisher geschossen hat, der Spieler des Turniers. Ganz vorne noch schnell ein Wort zu Kane. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich fand ja auch Giroud ganz gut, aber du siehst Kane da vorne. Ja, ich auch. Ja, Kane ist dann noch ein bisschen mehr aktiver für die Mannschaft, lässt sich fallen, hat schon 3 Vorlagen gegeben. Daran sieht man im Endeffekt nicht nur Torjäger, wie bei seinem Tor gegen Senegal, 2:0 zu erkennen gewesen. Wenn er eine Chance bekommt, nützt er die auch. Deswegen steht er auch bei Bayern München auf dem Einkaufszettel von Hasan Salihamidzic. Sein Vertrag läuft aus bei Tottenham. Jeder wünscht sich als Bayern-Fan, dass er den nicht verlängert und dann vielleicht nächstes Jahr in der Allianz Arena in diesen Bayern München aufläuft, aber auch er, ja, das Gesicht der englischen Nationalmannschaft, die Fans vergöttern ihn und deswegen hat er auch den Vorzug von mir bekommen gegenüber Giroud, der aber auch natürlich eine geile Weltmeisterschaft bisher gespielt hat, immer wichtige Tore schießt, aber ich habe mich für Harry Kane entschieden, war auch eine schwierige Entscheidung. Luther, wir haben leider, ich glaube, auf vielen Positionen gibt es Spieler.
Wir müssen, hört gleich auf vielen Positionen gibt es ganz sicher harte Entscheidungen, die habe ich da getroffen. Ja, Lothar, dann vielen Dank für dieses Update, das war wie immer ein großer Spaß und Grüße nach Doha, bis bald wieder. Alles klar, tschüss, schöne Grüße nach Berlin. Schön, dass Sie dabei waren, das war Lothar legt los, schönen Tag.